Ja, altså, jeg muss ehrlich sagen, ich bin wirklich froh über den gestrigen 1:0 Erfolg von dem österreichischen Nationalteam. Ich habe mir das ganze Match angeschaut. Ich muss sagen, ich habe kein Manko entdeckt. Also ein Manko im Sturm haben wir schon, den Jagdmanko. Und der hat auch das eine Tor gemacht mit einem Rückwärtspurzelbaum. Das war wirklich schön zum Anschauen. Wir haben auch die UEFA Fairplay-Wertung gewonnen, weil wir viele Minuten lang, fast eine halbe Stunde vorne mit Jagdmanko, eigentlich eine unbewegliche Größe gehabt haben. Das ist ein langer Bub. Er ist ja sehr groß gewachsen, sehr hoch aufgeschossen. Und deswegen hat er nur einen Wurm erledigt, einen russischen. Da ist er draufgestiegen mit seinen Stoppelschuhen. Also ein Moskauer Wurm, ein Russwurm. Und ja, mich hat nach dem Spiel der UEFA-Koeffizient angerufen und hat gesagt, wir haben nur mehr 4 Spiele, da sind noch 12 Punkte zum Vergeben, also 4 pro Match. Und deswegen glaube ich, dass es reichen wird für die österreichische Mannschaft. Dann wird vielleicht noch der eine oder andere Ball bei einem Gegner ins Tor kollern. Und ich freue mich, in Frankreich dabei zu sein, weil man muss auch Danke sagen, dass es eine UEFA-Euro ist und keine FIFA-Euro. Weil, ja gut, ich meine, bei der FIFA steht ja auch das Wasser bis zum Hals, also da ist ja alles nass, wegen einem Sepp. Also man könnte sagen, die FIFA hat Feuchtblattern. Ja.